Da hat es immerhin fast 5 Minuten gedauert, bis das zweite Tor gefallen ist. Da muss man natürlich aufpassen. Abwärtstrend. Moin und schönen guten Tag hier aus dem Gutenberg in Kiel zu unserem Videotalk Holstein 1:1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist und wichtig sein wird mit dem Blick auf heute Abend, das Spiel gegen Nürnberg. Mir gegenüber heute Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Schön, dass du da bist. Vertritt Kollege Marco Nehmer, der im Urlaub ist. Wir wollen sprechen, ein bisschen diskutieren. Viel Spaß. Das sah zwischendurch sehr gut aus, sah zwischendurch aber auch mal weniger gut aus. Am Ende war es sehr knapp. Ein bisschen Dusel, dass da das 3:3 nicht fällt. Wie hast du das gesehen? Ich sag mal, es ist verwunderlich, dass man jetzt mal nicht 45 Minuten, die ersten 45 Minuten unterlegen war dem Gegner, wie bei den beiden Siegen zuvor gegen Bochum und in Hannover. Diesmal nur 30 Minuten, dann wieder erbarmungslos zugeschlagen. Und am Ende muss man dann tatsächlich wieder zittern. Die letzten Minuten, das war jetzt einer Spitzenmannschaft nicht unbedingt würdig. Das muss man, sollte man vielleicht dann etwas cleverer zu Ende spielen. Und trotzdem ist es ja irgendwie Ausdruck einer Spitzenmannschaft, dass man eben solche Spiele trotzdem gewinnt, ne? Ja, die Frage ist ja, wie definiert man jetzt Spitzenmannschaft? Ne? Da gibt es ja einmal den Blick auf die Tabelle, der ist ja unmissverständlich. Dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, die vielleicht eine Spitzenmannschaft beschreiben können oder ein Top-Team. Da ist Holstein natürlich jetzt beispielsweise, was die Chancenverwertung anbelangt, das ist einfach Liga-Bestwert. Ne? Also das sind Aussagewerte, denke ich mal, die aktuelle Momentaufnahme sehr schön beschreiben und auch erklären. Wie lange das aber gut geht, dass man, sage ich jetzt mal, die Anfangsphase, teilweise sogar die ganze erste Halbzeit unterlegen ist und eigentlich sich nur freuen kann, wenn der Torwart wieder überragend hält, dass man nicht in Rückstand geraten ist, das kann bis zum Ende der Saison sicherlich nicht gut gehen. Vor allen Dingen auch, was das Herz angeht. Also da geht einem ja doch am Ende immer die Pumpe als Holstein-Fan. Ne? Also das ist nicht schonend. Im Moment bin ich da nicht bei dir, weil die Gegner offensichtlich irgendwie sich wohl geeinigt haben, also dies Jahr ist Holstein mal dran. Und der Torwart Janis Gelios auch noch meint, also er ist im Kicker-Fachblatt beispielsweise auch der Beste im Ranking, im Torwart-Ranking nach Durchschnittsnoten. Also im Moment sitzt man da und grinst sich manchmal ein, muss ich sagen. Bei mir geht es weniger auf die Pumpe als auf die Lachmuskulatur. Ja, am Wochenende Jae-Sung Lee und Finn Bartels, überragend, kongeniales Offensivduo. Auf dem anderen Platz Simon Terodde auch mal wieder mit einem Doppelpack. Die beiden, ich sag mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, 2 gegen 1, aber als Offensivpower mal vergleichen. Ist Holstein da mittlerweile am HSV vorbeigezogen? Terodde ist natürlich eine Tormaschine, hat jetzt mal 2-mal nicht getroffen, ist aber schon sein 5. Doppelpack, glaube ich, in dieser Saison. Das ist natürlich schon eine Waffe, ganz klar. Auf Sicht allerdings glaube ich eher, dass Holstein bei anhaltendem Formhoch selbstverständlich vorausgesetzt besser aufgestellt ist im Sturm. Weil man hat dann dazu ja noch einen Jani Sera. Dann ist Fabi Riese im Moment vielleicht nicht ganz in der Form seines Lebens, aber der wird auch wieder kommen. Also die Flexibilität, die Holstein in den Angriff einwerfen kann, das ist schon oberstes Zweitligaregal. Und da ist der HSV vergleichsweise, finde ich jedenfalls, etwas eindimensioniert, weil er doch alles sich oder ganz viel auf Simon Terodde abzielt. Und der ist zwar eigentlich nicht ehrlich auszuscheiden, aber zumindest kann man sich als Gegner ein bisschen mehr darauf konzentrieren, als wenn da so eine Wuselarmee da vor dir rumeiert und du weißt gar nicht, wen du zuerst jetzt decken sollst. Also falsche 9 ist beim HSV eher weniger denkbar. Ja. Also ich persönlich finde ja sowieso, dass das HSV-Spiel etwas ausrechenbarer ist als das der Störche. Im Verlauf der Saison wird der HSV auch sicherlich ganz oben weiter mitspielen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und wenn alles einigermaßen funktioniert, werden sie auch aufsteigen. Da gehe ich fest von aus. Aber es ist eben halt schon ein hohes Risiko, vor allem dann, was ja niemand hoffen möchte, und das meine ich wirklich ernst, dass sich Simon Terodde mal verletzt. Dann ist nämlich erstmal zappenduster vorne beim HSV. Und dieses Risiko ist bei Holstein etwas geringer, weil das ganze Geschehen eben auf mehrere Schultern verteilt. Da sehen wir auch, dass der HSV den ganz überwiegenden Großteil seiner Tore tatsächlich im Sturm macht. Bei Holstein ist das ein bisschen ausgeglichener. Und trotzdem ist so das Zauberwort Balance dieses Jahr das, was Holstein auszeichnet. Ja, definitiv. Also und Balance eben nicht nur
bei der etwas größeren Ausrichtung auf die Defensive, die in der Sommerpause da schwer eintrainiert worden ist, sondern auch die Balance im eigenen Angriffsverhalten, weil da ständige Rotationen, ständige Wechsel, der Positionswechsel das Spiel prägen und jeder mal in die Möglichkeit kommt, mal ein Tor zu schießen. Du hast auf der Bank auch noch Leute nachzuschieben, das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Es ging ja auch in Regensburg so richtig erst los, als Mees und Bartels mal die Seite getauscht haben. Also daran sieht man das ja auch. Richtig. Das ist ja auch relativ, ich meine, das ist jetzt nicht die neueste Erfindung, eine Rochade der beiden Flügelspieler. Aber wenn das dann so erfolgreich ist, wie in Regensburg praktiziert, ja, dann wird es für den Gegner immer schwer, so eine Offensive auszuschalten. Was eben einfach erstaunlich ist, ist, bis zur 30. Minute hatte Holstein, glaube ich, einen halben konstruktiven Angriff. Und dann auf einmal fließt der Ball einmal durch die eigenen Reihen, steht einer frei, flankt und Lee ist völlig blank. Bartels flankt und Lee ist völlig blank. Dann wirkt der Gegner in den letzten drei Spielen zumindest mal für ein paar Sekunden angenockt. Und Holstein macht es da wie so ein Boxer, setzt da entschieden nach und knallt ihn dann mit dem nächsten Schlag gleich auf die Bretter. Tatsächlich scheint es so zu sein, auch zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, da stimmt es. Und da wird es jetzt auch gegen Nürnberg wieder drauf ankommen, dass da die richtige Balance auch innerhalb der Truppe da ist. Definitiv. Also Nürnberg ist ja auch eine Mannschaft, die haben jetzt zweimal auswärts gewonnen, in Osnabrück und in Paderborn. Das soll man ja auch erstmal hinkriegen. Schwer zu fassen, die Mannschaft. Also ich glaube, selbst für den eigenen Trainer schwer zu fassen, was er da vielleicht angeboten bekommt. Jetzt haben sie gegen Würzburg das letzte Heimspiel ja gewonnen durch ein Last-Minute-Tour. Für die Ansprüche, die der 1. FC Nürnberg mit seinem Kader eigentlich haben müsste, ist das schon ein bisschen bedenklich, finde ich, wenn man in einer wichtigen Saisonphase gegen das Tabellenschlusslicht zu Hause durch ein Last-Minute-Tour gewinnt. Man weiß nicht, was man kriegt. Aber lass die einen guten Tag haben mit unserem Kollegen Scheffe vorne. Schönen Gruß an Scheffe an der Stelle, falls er zuhört. Der weiß schon, wo das Tor steht. Und der weiß auch, wie man sich im Strafraum durchsetzt. Das wird schon eine spannende Geschichte für Hauke Wahl und Stefan Teske als hauptsächliche Gegenspieler. Ja, ganz interessante Statistik aber tatsächlich, auch wenn die Vorzeichen jetzt mal gut stehen, gegen Nürnberg hat Holstein noch nie gewonnen. Das ist jetzt in der Situation, glaube ich, so relativ das Unwichtigste, weil Statistiken sind dazu da, um widerlegt zu werden. Also ich würde eher sagen, das ist ein Spiel, das auf Augenhöhe beginnt und wo sich Holstein dahin beamen muss auf dem Rasen, wo sie tabellarisch jetzt stehen. Aber erstmal beim Anstoß ist das, also ich würde da überhaupt keine Favoritenrolle einer Mannschaft zuschieben mögen. Ja, der Nürnberger Trend geht ja auch ein bisschen nach oben zumindest. Die letzten zwei Spiele gewonnen, aus den letzten fünf Spielen, glaube ich, nur eins verloren, wenn ich es richtig auf der Pfanne habe. Was muss gut laufen wieder für Holstein, um die Tabellenführung zu verteidigen? Ja, vielleicht dieses Mal die Anfangsschwäche auf 15 Minuten reduzieren, in der Hoffnung, keinen Gegentreffer oder maximal nur einen zu kassieren. Und dann, sagen wir mal, über einen längeren Zeitraum das Spiel aufzuziehen, wie man es gerne hätte. War es ja schon in Regensburg. Da hatte ja Ole Werner vorher schon angekündigt, dass Regensburg versuchen wird, es zu einem unruhigen, chaotischen Spiel zu machen. Das ist dann ja auch so gekommen. Mhm. Und trotzdem hat man es dann in den entscheidenden Phasen ja geschafft, darauf zu reagieren. Und wie, ne? Und also wirklich, das ist ja, das waren ja Angriffe wie vom Reißbrett dann auf einmal, ne? Balleroberung, wusch, wusch, zack und drin das Ding, ne? Also das war schon klasse. Ja, man muss die Ruhe bewahren, ne? Technisch, wenn man Holstein ein bisschen Raum lässt, dann sind sie sehr zielstrebig und im Moment eben auch brutal effektiv. Und die Passfolgen aber, die waren schon vorher sehr gut, wenn man ihnen Räume lässt. Also da ist vieles einstudiert, da wirkt vieles wirklich, als wenn die Abläufe in Fleisch und Blut übergegangen sind, mit der entsprechenden Portion Individualität dazu und natürlich mit der Riesenportion individueller Klasse der Hauptakteure vorne im Angriff. Also fährt Holstein als Tabellenführer zum Abschluss nach Sandhausen. Das wäre schön, ne? Würde ich mir wünschen, ne? Das ist ja klar. Ich vermute ja, dass der Spielplangestalter die Spiele von Holstein in Sandhausen als erstes festlegt, vor Weihnachten direkt, und den restlichen Spielplan aller Konkurrenten darum baut. Weil sonst kann ja diese Anhäufung gar nicht. Die haben zweimal jetzt direkt vor Weihnachten da gespielt, jetzt wieder, also das kann ja gar nicht angehen, sowas. Ne? Spiele in Sandhausen sind offenbar was für die dunkle Jahreszeit, auch ja, was Holsteins Ausbeute in der Nähe von Heidelberg betrifft. Ja, das kommt ja noch erschwerend dazu. Es wird am Hartwald auch wieder eine schwere Aufgabe, trotz Tabellensituation. Sandhausen ist Sandhausen und die können auch
mit 10 Punkten Abstand auf das rettende Ufer an der Tabelle am letzten Platz stehen. Das wird immer eine schwere Aufgabe sein, weil da ist Kampf, da, wie gesagt, schlechte Boden oder relativ miserable Bodenverhältnisse. Also das ist immer eine Aufgabe irgendwo. Und wenn man vorne mitmischen will, sollte man dann zumindest einen Punkt da holen, am besten natürlich gewinnen, das ist klar. Das Fazit ziehen wir nächste Woche, wenn das Sandhausen-Spiel in den Büchern ist. Kleiner Tipp noch, weil es demnächst losgeht für heute Abend. Was denkst du? Also ich tippe auf einen bombensicheren 2:1 für Holstein. Das klingt gut, das nehmen wir mit. Dann sind wir mal gespannt, was die Störche heute Abend machen und was sie dann am Wochenende in Sandhausen machen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir dann ein kleines Weihnachtsfazit ziehen. Vielleicht ja als Weihnachtsmeister. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. We'll be right back.